Mindener Tageblatt. Hi, komm rein. Zum perfekten Dinner gehört für mich auf jeden Fall eine schöne Tischdeko, also auf jeden Fall eine Tischdecke. So vom losen Tisch ohne Decke und ohne eingedeckt finde ich jetzt nicht so schön zu essen. Also zum Dinner finde ich gehört sowas halt. Schönes Geschirr, schönes Porzellan und natürlich halt richtig schöne Gänge und nichts Einfaches, also keine Kartoffeln mit Schnitzel oder so. Fürs perfekte Dinner habe ich sehr viele Strapazen auf mich genommen. Das Probekochen war ziemlich anstrengend, weil man auch direkt nach Zeitplan gekocht hat, um zu sehen, ob es alles funktioniert. Und natürlich im Vorfeld alles zu besorgen, die Deko, sich auszudenken und so. Das ist alles schon sehr zeitaufwendig. Zutaten in meinem Dinner waren zum Beispiel ganz viel Sahne im Nachtisch. In der Hauptspeise war es Fleisch, Rindfleisch und Paprika. Kohlrabi sind auch drin. Irgendwas mit Polenta. Als das Kamerateam weg war, abends haben wir uns erstmal hier hingesetzt und gesoffen. Naja, erstmal was getrunken, was wir die ganze Woche eigentlich schon gemacht haben. Und haben erstmal über die Woche geredet, das alles Revue passieren lassen, was passiert ist, weil man ja wirklich in der Woche nicht wirklich viel Zeit hatte, darüber nachzudenken, wo man sich gerade befindet und was man gerade macht. Also Freitagabend war es sehr spät, die sind um 2:30 erst abgehauen und dann haben wir halt hier gesessen und geredet.